Gut, wir sind hier im Cortex, in dem Plattenladen in Kreuzberg, legendär, Hardcore, Punk. Und ich habe hier drei nicht mehr ganz so junge Leute neben mir, die Troopers, drei Drittel der Troopers. Und die wollen wir jetzt ein bisschen näher kennenlernen. Oh, ich bin alt. Ich habe meine Lesebrille nicht bei und ja, nichts. Gibt nicht so viel zu sagen und Durst habe ich. Hast du Geschwister? Ich habe meinen Bruder gehabt, der hat sich weggebeamt mit Heroin, damals war es schon ewig her. Hast du mal einen bürgerlichen Beruf gehabt, neben den Troopers? Weil ich habe hier zwei Varianten parat. Fleischer habe ich auch mal zwischendurch gemacht. Du warst beides zurück. Ich habe auch mal Friseur gemacht, aber das war mir zu schwul, das wollte ich nicht erwähnen. Tanze übrigens auch nackt an der Stange, das ist Nebenverdienst. Ich hoffe, das sehen die jetzt nicht vom Amt. Gut, im Gegensatz zu den anderen beiden, die ja von der Insel kommen, von Rügen, bist du gebürtiger Berliner und so wie ich es mitbekommen habe, sogar gebürtiger Kreuzberger? Ja, mal so, mal so. Ich habe auch in Neukölln mal gewohnt, aber da bin ich weg, weil es zu assi war und hier ist es auch assi. Also habe ich gedacht, ist ja egal eigentlich. Irgendwo musst du ja wohnen. Rügen, weißt du, und hier kennt man wenigstens die Leute so im Umkreis. Kannst du mal was trinken gehen, dann kannst du in Neukölln natürlich auch, aber da sind wirklich nur Assis. Diese, du weißt schon, diese Buchsenträger hier mit der Turnschuhe. Ja, gebürtiger Berliner, gebürtiger Kreuzberger, aber wenn man sich so die Troopers-Scheiben anhört, ja, da höre ich Hochdeutsch eigentlich. Das könnte auch jemand sein, der aus Hannover kommt, der da singt. Das ist aber absichtlich, das ist damit auch der Bayer das versteht. Wenn ich jetzt da wirklich Berlinern würde, wie verrückt, dann steht er ganz schön doof da. Vor allem die Missverständnisse werden noch größer, wie sie schon sind, textlich. Ne? Also seit wann spielst du Gitarre explizit? Das ist eine gute Frage. Wow, seit 21 oder 19, frage mich nicht. Das war ja auch nicht gewollt, also ich wollte ja gar nicht, ich wollte ja trommeln, ich habe angefangen mal zu trommeln. Wo unser Freund Marc Nickel, hallo Marc, da hat er mal gesungen, jetzt kriegt er wieder Tränen in den Augen. Ah, du warst also in einer Band zusammen mit dem berühmten Marc Nickel. Ja genau, aber schon lange, lange her. Und da freut er sich heute noch drüber, wenn ich es erwähne. Ja, dann erwähnen wir gleich noch den Namen der Band und was er so für Mucke gemacht hat. Wie Neues Deutschland oder so, natürlich neu mit OI, ne? Wie es so damals in war. Oder heute im Osten wieder ganz in ist. Gut, aber ich denke mal, da werden keine Tondokumente existieren. Nee, oder hast du da noch so ein paar schöne Analog-Tapes im Keller? Nee, habe ich gar nicht. Aber schön. So, hast du so eine musikalische Ausbildung theoretischer Art? Das heißt, hast du in der Schule mal Noten lesen gelernt? Oder? Wozu? Braucht kein Mensch. Ja. Gute Aussage, ja. Damit hat sich die Frage erledigt. Denk mal zu viel. Gut, ja. Was ist vor den Troopers passiert bei dir? Was ist da passiert? Meine Geburt. Fangen wir mal so an. Da hing ich an der Nabelschnur, ich kam raus, hab geschrien wie wild. Dann hat Papa mich verhauen, dann bin ich abgehauen. So, dann war ich schon 16, 17. Und dann ging ich los mit der Musik, aber eher ungewollt. Wann hast du dich für den Namen Troopers entschieden, den Namen Troopers zu benutzen? Zufallsding, ja. Haben wir überlegt. Also, wir haben uns ja im Knast kennengelernt. So, sind wir beim Thema, endlich. Und da gab es noch immer extra Urlaub oder Ausgänge für die Musik, was ja auch immer sehr praktisch war. Ja, der Bandname ist zustande gekommen. Du kennst diese von Iron Maiden, diese, der Trooper mit der Fahne. Und das hatte Brise, unser Ex-Basser, unser erster Basser, der sich auch weggebeamt hat. Was ja, ist wohl so ein Ding. Da haben wir einfach ein Plakat, Trooper, Esran, wunderbar, nebenbar. Andere hat die ersten, die gehört haben, ach, das hört sich an wie Kaugummi, sagen sie immer. Troopers, so Huppa, Huppa. Aber ich fand es okay und behalten. Du hast natürlich gerade ein Thema erwähnt, was ja, traurig ist, dass einer eurer Ex-Mitglieder ist halt an Drogen gestorben. Hat sich danach die Einstellung der Band Troopers zu Drogen verändert oder hat da jeder seine persönliche Meinung dazu oder war es so ein richtig einschneidendes Erlebnis? Ich habe sowieso noch nie Drogen genommen, was auch ganz gesund ist, denke ich mal. Ich bin gestandener Alkoholiker, manchmal, nicht immer. Und ab und zu mal kiffen, so einmal im Jahr vielleicht mal eine Tüte rauchen, dann war das auch schon. Und was die anderen machen, das ist mir eigentlich scheißegal. Gucken die an. Sieht der krank aus? Na also, ich find schon. Das blühende Leben. Ja, gut. Naja, dann machst du mal zeitlich ein bisschen fest den Startschuss der Troopers. Weil ich meine, der Release der ersten Scheibe geht ja nicht konform mit dem eigentlichen Startschuss für die Band. Sondern da lagen ja dazwischendurch schon mal, wie viele Jahre? Mindestens 5, wenn nicht knapp 10. Ich würde sagen, sogar noch länger. Wann haben wir denn angefangen? 82 ging es los. 82, 83. Ja. Ist schon eine ganze Ecke her.
Aber die Troopers gab es ja schon tief in den 80ern eigentlich, oder? Ja, wir haben mal eine Aufnahme gemacht. Was heißt, wir haben einen Contest, beziehungsweise wir haben einfach die Tapes hingeschickt und irgendwie hatten wir dann, 500 Kassetten konnten wir uns dann kopieren. So ging das mal ursprünglich los. Dann haben wir den machen, haben wir hier irgendwo eine Lehne gestellt. Kannst du dich noch erinnern, welche Songs da drauf waren? Die von der ersten Platte. Bis auf der erste, der sechste, glaube ich, und der letzte. Hat meine Mutter noch bezahlt. Hallo Mutti. Und das war hier bei Leo von der Interzone, den Gitarrist von der Interzone, der ja dann danach nach den Aufnahmen auch krepiert ist. Er hat sich ja auch im Gym ist er hingefallen zwischen den Autos und da haben sie ihm Türen rausgefahren, aber wortwörtlich. Gab es da auch ein Cover dazu? Da gab es ein Cover, das habe ich selber gemalt. Hast du das noch? Ich glaube nicht. Das heißt, es gab bestimmt ein Dutzend Companies, die an euch interessiert waren und ihr habt euch dann am Ende für eine Berliner Company entschieden. Es ist gar keiner drum gedrängelt, muss ich ehrlich mal sagen. Das war einfach nur so ein Zufallsding, das machen wir einfach so. Da hat sich keiner gedrängelt. Bin auch nirgendwo hingegangen, hab mir da Mühe gegeben, weil ich eh zu faul bin. Weißt du? Aber da ihr immer noch auf demselben Label seid, muss die Zusammenarbeit ja mehr oder minder reibungslos funktionieren. Das ist Bequemlichkeit. Das ist nur Bequemlichkeit. Es ist nicht schön da. Ich kann es keinem empfehlen, aber naja. Das ist eine andere Geschichte. Ja, bleiben wir mal bei der ersten Scheibe. Dann kamen ja die Pressereaktionen. Wie waren die Pressereaktionen so auf die erste Scheibe? Die kann man auf der Internetseite, wenn die aufgeht, lesen. Unter www.tupas-berlin.com. Ja, die erste groß angelegte Tour, die ihr dann gespielt habt, war mit Rawside und OHL. War das die erste bundesweite Tournee? Ja, war auch die einzige. Die erste und einzigste. Ansonsten zurzeit nur Einzelgigs sozusagen, ja. Mehr oder weniger. Das lohnt sich, in der Woche lohnt sich das nicht, nirgendwo zu spielen, weißt du. Wer geht da in der Woche zum Konzert, wenn sie womöglich arbeiten geben, obwohl es gibt so viele Arbeitslose, wenn ich mal ein Arbeitslosenkonzert machen würde, dann könnte ich vor 5 Millionen spielen, weißt du. Ja, und die stand natürlich auch auf Messers Schneide, die Tour, weil du hast mal wieder einen Aufenthalt gehabt. Las ich und bist erst in allerletzter Sekunde auf freien Fuß gekommen und dann konnte die Tour starten. Ja, der alte Klapp. Wo ich da war. War knapp. Wo ich da war, ist ja egal. Wo war ich mehr? Gute Frage. Ich bin nicht kriminell, da wollen wir gleich mal klarstehen. Ich könnte diese Hände hauen. Auf der ersten LP hinten drauf ist ein ziemlich unappetitliches Foto von einem ziemlich zerfleischten Körperteil. Ja, ja. Halt das Mikro mal nach, vielleicht will ich was sagen. Also drauf, sehr schön. Ja, das war also dein Bein, was da so zerfleischt abgebildet ist. Das war mein Hals, das wundert sich die Leute. Also ich war noch in Asien, ich war ja 3 Jahre, jetzt ist mein Telefon. Ist das eine spannende Nummer. Ich stelle vor, das ist mein A1000 von Motorola und das ist so beschissen, da funktioniert gar nichts. Oh, oh, oh. Ja, hallo Pilz, wir sind gerade mitten im Interview, ist nett, dass du anrufst. Ja, bis später, ne? War schön. Ja, es sah nach einem bösen Unfall aus. Das war ein Crash, das war auch in Thailand. Da kann man noch betrunken fahren, das ist schön. Ich hatte da nur Crash gehabt, mit Motorrädern. Ich habe mich ständig hingelegt. 3 Jahre im Krankenhaus fast, von den 3 Jahren. Aber gut, trotzdem. So, ich gehe mal davon aus, dass du nicht weißt, wie viele Mitglieder die Troopers insgesamt hatten. Oder hast du Buch geführt? Nö. Wozu? Gut, aber wenn ich das mal so sagen darf, jetzt über die verschiedenen Releases betrachtet, ist das Line-Up, was jetzt am Start ist, das schlagkräftigste Line-Up. Also musikalisch kommt da eigentlich im Prinzip alles auf den Punkt. Siehst du das genauso? Das war schon, ja, eigentlich war immer auf den Punkt gekommen. Man muss die Leute nur treiben. Aber bei den beiden, die treiben mich ja wesentlich, beziehungsweise Matze nicht, aber Friedemann, der sagt schon mal, hey, wollen wir nicht mal wieder proben? Wenn ich sage, nee, dann sagt er auch nichts. Wie lange haben wir nicht mehr geprobt? Seit November. Seit der Platte, glaube ich. Weil wer probt, der kann nichts. Das ist ein ganz klarer Fall. Ich bin, hab mal durchgezählt, glaube ich, die 5. Dramme, möchte ich meinen. Sally war, dann war der Micha, der sehr gut war. Also Truber-Schlagzeuge waren zum Beispiel immer gut. Ich bin ja ein Bauer. Also ich kann ja du bist nicht, der erste Schlechte. Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Also ich bin also eigentlich ein ziemlicher Bauer. So. Also jetzt mal mit ins Maul hauen, los. Und der erste war auch recht schlecht. Ja, wir hatten gar nicht das war total kompliziert, weil ich musste die erste... Der dritte. Nee. Na klar. Sally war, dann war Micha, dann war der Braunbrand, Sven.
Vierte. Dann bin ich der, okay, dann bin ich der Vierte jetzt, ja, ja. Geht da noch, oder? Und also, als ich Dinger gespielt habe, auf die CD, ich habe auf CD gefühlt, als sie ja nicht hochgekommen, weil er ja keine Lust hat, habe ich halt auch gemerkt, dass sie ziemlich gut waren. Also auf jeden Fall, die schlagkräftigste Version sind wir, glaube ich, nicht. Also der Micha war auf jeden Fall sehr fett. Also musikalisch waren die Trubers-Sachen auf jeden Fall, Basser und Schlagzeuger, außer Gitarrist und Sänger jetzt, waren die immer ganz gut. Und haben es gerettet. Gut, ihr seid jetzt zu dritt. Ihr wart in der Vergangenheit auch öfter mal zu dritt. Ihr wart immer zu dritt. Ja, gibt es die Troopers nur zu dritt? Nee, also drei reichen. Reicht völlig aus. Das geht mir schon auf den Sack, wenn da, ich weiß nicht, ich verstehe die Bands nicht, die 15 Mitglieder haben. Und dann gibt es ein Theater schon mal bei der Bandprobe, dass da alle erscheinen, ist ja schon mal ein Krampf, weißt du. Die Platte würde sich auch mit dreien so anhören, wie ich das möchte. Wie mit fünf, dann spiele ich einfach ein paar Gitarren mehr drauf. Deswegen habe ich mir eine bombastische Anlage geholt mit Space Sound und allem, die das schön aufbläst, den Sound, weißt du? Muss der haben. Bei einer Gitarre schön Stereo, fett raus und Ende. Ja, dann bleiben wir gleich mal. Muss ich nicht noch teilen, den Ehrenkrümel, den wir da die verdienen. Kohle noch aufteilen. Weißt du? Das ist natürlich ein Argument, ja. Bleiben wir gleich mal bei der Live-Situation. Die Frage beantwortet sich wahrscheinlich von selbst. Der beliebteste Song der Fans live von den Troopers nennt sich? Gewalt. Ich hatte Gewalt. Ja, ist Gewalt so das Ace of Spades von Motorhead für die Troopers? Möglicherweise. Aber Gewalt ist schon so übel flach. Also ich meine, da kann ich ja noch so voll sein, da kann man sich gar nicht verspielen. Das ist so flache Spiele. Warum auch. Machst du denn immer wieder? Ja, absichtlich, damit es aussieht wie neu. So, wo sind die Fans am mitsingfreudigsten? In welcher Stadt? In den neuen Bundesländern, muss ich mal so sagen. Im Osten geht es immer noch besser ab, im Westen sind die doch schon sehr, nicht stupide will ich jetzt nicht sagen, aber die stehen dann so sehr schwer, die Leute zu begeistern, mitzureisen. Genau, und Osten, also ist ja so, Osten ist immer enthusiastischer, irgendwie, sag mal, ihr in alten Bundesländern, ihr habt es ja gehabt, 40 Jahre lang. So, der Osten hat es halt nicht gehabt. Dann stehen die da und sagen, boah, Troopers, komm. Platte kam zur richtigen Zeit, dann 91, Müsli, 92, die erste, oder was? Und dann haben sie gesagt, boah, neue Platte, neue Band, Troopers, geil, hören wir. Und dann geht's durch. Und dann, die da haben, waren euphorisch. Also. Im Norden ist das geht auch noch gut. Aber so Westen ist schwer, Süden ist richtig schwer. Also Bayern, wir haben die Bayern und hier die ganzen, diese Presssack mit Musik. Ich weiß nicht, habt ihr jetzt euer Stammpublikum oder kommen da immer neue Leute dazu? Wie alt sind die Leute überhaupt, die auf ein Troopers-Konzert gehen? Richtig jung geworden ist mir auf jeden Fall. Ja. Aber richtig. Also komischerweise ist voll, aber junge Leute, mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun haben würde. Könnten deine Kinder sein. Ich bin gar nicht so alt mehr. Gab es mal irgendein Publikum, was gegen euch eingestellt war? Nicht wirklich. Also nicht, dass ich wüsste. Bei uns gibt es keine fliegenden Arme, also habe ich nie gesehen. Aber bei Troopers-Konzerten sind immer Leute dabei, die sagen, ihr Schweine, ihr Schweine, ihr Schweine, bla 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 bla, du bist doch hier Troopers-Schlagzeuger. Ja, ihr Schweine, ihr habt da 1993 das zerschlagen und 1995 das zerschlagen. Ich sage, junger Mann, bleiben Sie bitte ruhig. Ich mache die Scheiße seit 3,5 Jahren und ich habe garantiert bei dir nichts zerschlagen. Sag ich, das war Atze. Das ist alles kaputt gemacht, sag ich immer. Okay. Also auf jeden Fall, du hast, Troopers ist auch diese geliebte Hass, ist ganz witzig gewesen, fand ich damals auch so. Also das ist wirklich so, also du hast die Leute, die mögen es wirklich extrem, die lassen sich auch mal beleidigen und voll eiern von Herrn Baumann, kommt trotzdem immer wieder, was ich auch nicht verstehe. Aber ja, ich mal mit Marc. Also, Herr Hinz und Herr Baumann. Und auf der anderen Seite hast du wirklich die uns abgrundtief hassen. Das ist wirklich richtig abgrundtiefer Hass, weil dann halt gesagt... Sind aber nicht auf euren Konzert. Die kommen auch gerne zu den Konzerten so und amüsiert ihn sehr. Eure Releases gibt es ja auch als Vinyl, zum Teil als Picture-Vinyl. Ist es auf deinem Mist gewachsen oder hat ja die Plattenfirma gesagt, wir wollen es auch als Vinyl haben? Ja, wie stehst du zu den beiden Formaten, CD und Vinyl? Welche ich jetzt besser finde? Also mir ist das eigentlich scheißegal, ich habe eh keine CDs. Ich bin kein Sammler, ich höre keine Musik. Ich kann ja hier Musik hören. Sieht's bei dir aus? Nee. Hat er mal eine Platte geschenkt zum Geburtstag. Hast du die echt wieder gefickt? Exodus, Bounded by Blood. Da hat er gesagt, ich möchte Bounded by Blood, Bounded by Blood. Dann bin ich los, ich Idiot. Das war ein einziges Mal, hat er nie wieder was gekriegt. So, dann bin ich los, hat die Platte und bin hin und hat gesagt, Atze. Ich zum Weihnachten, als du die Enten gekriegt, als wir die Enten gegessen haben, hat er gesagt, hast du die Platte gekriegt, mein Freund. Mein Freund. Und dann hat er gesagt, ja, schön. Und dann las er da. Also, das ist eine gute Scheibe. Ja. Finde er auch gut. Trotzdem, ich habe die wieder gehört, ich fand die damals richtig gut. Wenn ich die anhöre, ist es nicht mehr so gut. Finde ich immer noch gut. Ja.
Aber auf jeden Fall ist er so, er schmeißt alt in der Ecke und dann hat er eine Vitrine in seiner Wohnung. Ich bin ein undankbarer Mensch. Da kommt eine zweite, hab ich mir bestellt. Also, eine zweite Vitrine, du wirst ausflippen. Keine CDs, keine Platte. Ich kann es auch nicht verstehen, wie man so leben kann. Aber naja, ist ja deins. Kommt doch hier, ist doch alle da. Ist ja alle deins. Meine Sammlung, guck. Toll. So ist er. Die Texte von Trooper sind ja eigentlich klar und direkt. Besteht trotzdem eine Möglichkeit, die falsch zu verstehen? Das heißt, habt ihr vielleicht mal aus einer Ecke Applaus bekommen, aus der ihr gar keinen Applaus haben wollt? Also falsch verstanden werden die öfter mal, das kommt schon vor. Gerade bei Judas hatten wir Probleme. Judas. Da wird oftmals schon komische Sachen verstanden. Sehe ich aus wie Ariel Sharon. Weißt du, die sind einfach zu doof, die Leute mal richtig zu lesen, den Text. Was ja nicht wirklich schwierig ist. Die Beilage ist ja, ne, liegt ja an Bord. Ich meine, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Aber es gibt immer noch dumme Leute, die einfach, weiß ich nicht, was die da machen. Vor allem, wer weiß, was ein Judas ist. Der ist auch klar im Vorteil. Ja, ja. Also da sind gewisse Bildungslücken. Also ich kenne die Story von Arze, dass er wo mal ein kleiner Glatzkopf irgendwie ankam. Nichts gegen Glatzköpfe, aber da kam einer an, der verwirrt war und der gesagt hat, Mensch, das ist ja schön, dass ihr mal was über Juden macht. Also was hat Judas mit Juden zu tun? Also ja, aber das hast du, glaube ich, immer, wenn du Deutsch irgendwas machst, ne? Das ist immer sehr und schwierig. Aber absichtlich auch schon so alle so zweideutig geschrieben. Weißt du, dass eben, es sollen ja Missverständnisse aufkommen. So, und das ist halt das Problem. Wenn du Deutsch machst, darfst du viele Sachen nicht mehr antasten, nicht mehr singen. Gar nicht. So in den Mund nehmen, dann bist du gleich ein Assi, ein Idiot, ein Nazi oder was weiß ich auch immer. Und alle anderen dürfen es. Also das ist auch auf jeden Fall eine Sache, die man sich nochmal überlegen sollte. Ja. Und wenn hier mal Judas kommt, was total aus dem Kontext ist. Was stört dich denn da dran? Also das würde mich mal interessieren. Also die habe ich auch noch nichts. Metal Hammer zum Beispiel, was stört dir denn? Wenn der dicke Götz da sitzt, oh, die sind voll Rock geil. Und, Rock Hard, Entschuldigung. Oder hier Onkel sind da alle voll nett, das sind gar, also ist ja möglich, dass die nett sind. Aber damals haben sie nie geschrieben, weil die, ich weiß noch, ich kenne die noch, wo sie klein waren, die Onkels. Und das war mal, weißt du, also. Ja gut, jetzt hast du mir gerade. Ich bin ein Dover, sozusagen. Der Arzt ist ganz nett, aber das ist ja scheiß Musik und scheiß Texte, ja, sagt also, er. Der dicke Kevin Costner. Ja, ja, ist wieder auferstanden. Wird wahrscheinlich bald ein Tribute geben, Tribute to Kevin. Das ist auch so ein. Auch so ein verlogenes Ding, aber egal. Das sollte sie für sich entscheiden. Er kann ja weiter ballern. Und ich kenne jedenfalls damals, da haben sie hier Morbid im Keller gespielt und weißt du, und Sieg Heilert ging da ab und ich dachte, boah, wo bin ich denn hier? Ja gut, aber ich denke mal, war irgendwie Anfang bis Mitte der 80er und man muss natürlich Menschen auch die Möglichkeit einräumen, dass sie sich ändern. Und ich meine, danach kamen halt Texte, wo sie auch relativ klar Stellung bezogen haben. Ich sehe die braune Scheiße morgen. Ja gut, das ist ein anderer Punkt. Meine Frage war ja nur einfach, ja, aus verschiedenen Ecken wird euch halt nachgesagt, na, ihr klingt ja auch ein bisschen wie die Onkels und ist okay, ihr seid besser als die Onkels jemals waren. Kannst du damit leben? Nur von mir aus? Ich kann damit leben. So, kann ja jeder halt, wie er will, weißt du? Das ist eine Geschmackssache. Was soll ich dazu sagen? Ich kann dir ja nicht vorschreiben, hey, jetzt bin ich besser wie Onkels. Oder? Ich finde die eh nicht so prall. Also jedenfalls die letzten Sachen waren erschreckend. Also hier mit ihren Schmuselieder. Ich meine, man muss ja auch das hören, was der Feind hört, wurde mir mal gesagt. Zitat von Ingo. Nur mal so. Auch nebenbei. Ich möchte, dass das nicht geschnitten wird. Wir sehen es ja ein bisschen von außen, die Trubers-Geschichte. Weil Arzt ist ja im Endeffekt Trubers. Und was ich auch gemerkt habe bei der ganzen Sache. Du bist auch dabei. Ja, ich bin dabei, weil ich darf verdienen bei dir. Wie lange noch? Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist es auch eine Sache, die man von außen so betrachtet. Die Leute sagen immer, eine Band muss ehrlich sein, so, die aus dem Underground kommt und muss so leben, wie sie singt. Nee, oder singen, wie sie leben. So. Ja, der macht Baumann das. Und das macht er wirklich. Also, nee, er macht nicht meinen Namen. Also, Atze, er macht Atze das. Und das wird ihm dann nicht angerechnet. Dann wird gesagt, wie kann das sein? Warum macht er dies? Warum macht er das? Warum macht er jenes? Na, er singt ja auch, dass er das macht. Ob es nur schön ist oder nicht. Die Leute stehen da vorne und schreien: Boah, geil, geil, geil. Dann sitzt er hin und sagt: Ihr seid alles Idioten. Ihr kotzt mich alle an. Was ich, verpisst euch. Da sagen sie alle: Der ist ja gemein. Ja, klar ist er gemein. Das singt er aber auch so. Also, eigentlich ist er ehrlich und lebt, was er singt. Aber wie gesagt, wird mit zweierlei Maß gemessen, immer so. We love to entertain you. Ja, aber ihr habt mit so vielen verschiedenen Arten von Bands auch zusammengespielt. Also ich habe hier auf meinem Zettel von The Business über Slapshot bis zur Terrorgruppe. Was haben wir jetzt beide zusammen erlebt, alles Großes, beziehungsweise zu dritt? Muss ich überlegen, wer hat mir gefallen? Müsste ich auch überlegen. Wer hat uns dir gefallen? Alle muss ich wirklich überlegen. Ja, ja, das Problem oder? Ist auch, dass wir das eigentlich nicht hören, mit dem wir spielen. Hm. Das ist ja immer so das Problem. Also und was mir da besonders gefallen hätte, das merkt man das sowieso nicht, weil ich nach dem Konzert voll bin und dann weiß ich am nächsten Tag schon gar nicht mehr, wo waren wir eigentlich? Also OHL war immer ganz witzig so, ne? Wenn wir mit OHL gespielt haben, die sind auf jeden Fall, gehen da nicht auf den Sack.
Und fahren fettes, männliches Brett und das sind wirklich nette Leute so, ne, die auch passen. Mit Rosehead war auch lustig, aber gibt's ja nicht wirklich mehr jetzt. Ja. Die waren jetzt auf jeden Fall auch. Unser dicker Freund Ralf ja nicht mehr will. Metzin war auch immer lustig. Metzin ist auch kräftig, auch ein lustiger Fall. Seine Perücken rausholt. Und Toxtrack, Unterhaltungswert. Schulle darf man nicht vergessen. Also, Schulle darf auf keinen Fall vergessen. Die Leute, die haben Unterhaltungswert, weißt du, so, die machen, wenn du hinfährst, dann sagst du, freust dich, oh geil, die spielen wieder mit. Setz dich hin, musst du nichts machen, setz dich einfach nur in der Ecke und guckst zu. Und dann gibt's da Party, Ramba, Zamba, Tetterette. Und sitzt daneben. Musik ist mir eigentlich scheißegal, was die machen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich, sonst hätte ich eine CD-Sammlung zu Hause, wenn ich wisse, für Musik zu begeistern wäre, bin ich ja nicht. Weißt du, was ich meine? Also die Musik, die du magst, machst du selber. Naja, manchmal kotzt mich dann auch einer, was willst du machen? Ne? Ich muss ja mal raus aus der Stadt. Wochenendausflüge mit Huber, so. So kann man das sehen. Und dann holen mich die beiden netten Herren ab. Ah, genau. Besoffen aus dem Cortex, laden mich ein und dann geht's irgendwo hin. Ich weiß gar nicht, wohin denn. Aber egal, dann kommen wir irgendwo an. Dann trinke ich dann schön weiter, bis wir dran sind. Und dann hupdi-bupp und danach geht's weiter. Das Thema mit den Plakaten, jetzt mal langsam kommen. Da haben wir auch schön Theater gehabt. Wegen dem Schwein. Da gab's richtig Theater, gerade unten im südlichen Deutschland. Ist das noch Deutschland? Norditalien. Bayern. Ich wollte es nicht sagen. Bitte schön. Ja, die mussten halt stellenweise einfach nur das Blut von dem Schwein da überkleben. Und die Leiche auch, ne? Und die Leiche strecken wir. Jetzt haben wir nur, natürlich ganz ausgewieft, haben wir jetzt nur die Leiche genommen mit dem Blut. Da gab es auch Theater. Selbst, wer war gewesen? Wie heißen sie? Den Leuten aber auch nicht recht machen, oder? Nee. Irgendwie nicht. Nächstes Mal nehme ich nur noch das Blut. Oder was? Neubrandenburg gab es auch. Ja, aber auf jeden Fall eine gute Sache. Trotzdem verkaufen sie im Mediamarkt. Ja, klar. Ja, Mediamarkt waren auch diejenigen, die gesagt haben, ja, wir lehnen mal ab die Besprechung. Oder wie auch immer. Wegen dem Lonsdale. Weil der sehr beliebt ist in der rechten Szene. Dafür kann ich doch nichts. Muss ich es jetzt wegschmeißen? Weißt du? Ja, wobei ihr natürlich auch teilweise ein Cover-Artwork habt, was doch ja, schon ein bisschen provoziert. Also das Cover-Artwork von dem Gassenhauer beispielsweise. Aber einfallsreich war es nicht, oder? Eine Baseballkeule auf dem Pflaster, das wird erst, was mir so einfallen würde. Aber hätte von mir sein können, eigentlich. Aber alle haben sich gefreut. Haben sie gesagt, ich habe noch nicht gehört, irgendeinen, der gesagt hat, das ist ein scheiß Cover gewesen. Und dann kamen sie alle mit Baseballkeulen zu kommen. Und dann gesagt, ja, kamen sie alle mit Baseballkeulen und dann... Und dann hatte ich wieder eine neue Besetzung. Neu umgesetzt werden. Oder? Ja, Gassenhauer wird sicherlich vom Cover-Artwork aber noch getoppt von Troopers. Von der ersten Scheibe. Ha, was gibt's denn da zu toppen? Grafisch 1. Grafisch eine Meisterleistung eigentlich, oder? Da wird sich immer sehr viel Mühe gegeben. Ist auch so eine dreidimensionale, weißt du, wie so rausgearbeitet ist. Das ist ganz, ganz feine Sache. Da haben wir gesessen am PC. Jahre haben wir gesessen. Deswegen ist die Platte erst so spät rausgekommen. Sollte eigentlich noch ein Prägecover werden, richtig? Eigentlich ja. Mit Hand raus. Ich stand hier Kinderarbeit in China. Ja, warum sind eigentlich die Lücken zwischen euren Veröffentlichungen immer so groß? Werden die auch größer in Zukunft oder werden die kleiner? Keine Ahnung. Weil ich faul bin, ich bin einfach faul. Wenn ich Lust habe, dann habe ich Lust. Wenn ich keine Lust habe, lasse ich es sein. Warum soll ich mich quälen? Weißt du, das war ja auch die Absicht. Wenn ich Lust habe, dann mache ich weiter. Ich lasse mich aber nicht drängen. Wenn ich keinen Bock habe, bringt das auch nichts. Da kommt Scheiße bei raus. Das hat man ja gesehen an den vier Platten bis jetzt. Nur unter Druck. Ja, man sagt dir persönlich nach, dass du nicht so richtig immer Lust auf Interviews hast. Warum? Weil es einfach nervig ist. Also ich bin nicht der, sonst wäre ich ja Journalist geworden, weißt du? Ich bin nicht so, ich bin auch nicht so menschenfreundlich, ich gehe nicht gerne unter Menschen, ich bin am liebsten alleine. Ich brauche das nicht. Ich gehe auch nicht gerne auf die Bühne, deswegen betrinke ich mich immer. Doch. Ist aber eine Möglichkeit. Ich gehe gerne auf die Bühne. Die Bühne ist mein Leben. Kabarett. Wenn der Vorhang aufgeht. Genau. Das heißt, wenn du schon gerne keine Interviews machst, was du dir ja glauben, aber ein paar wirst du ja schon gemacht haben in deinem Leben, gibt es da einen Unterschied zwischen den großen Magazinen und den kleinen? Befassen sich die kleinen Fanzines eher mit der Troopers-Musik als ein großes Magazin, was nur Standardfragen stellt? Die Standardfragen kommen eher von dem kleinen, der da anfängt mit, was isst du denn am liebsten, was sind deine Hobbys? Weißt du, da kriegst du schon eine Krise. Da flogen schon so einige Diktiergeräte durch die Gegend. Da hab ich keinen Bock. Und ich sag's noch vorher an, bitte nicht so die Idioten fragen, welches Puzzle ist dein Lieblingspuzzle? Weißt du, dann komm ich doch damit da mit so einem Kack. Das nervt mich. Dann wird das ankommen hier mit ihrem Bierdeckelblock. Weißt du, hier mit, aus der Kneipe. Und dann, so wird das auch geschrieben. So quer, denn, und dann ich so unprofessionell und assi. Also, weiß ich nicht, muss ich haben. Ich habe dich ja nicht umsonst gewählt. Wegen der Frisur. Sei mal doch mal ehrlich.
Ja, also ich habe meine Fragen jetzt soweit erstmal runter. Ich